Und willkommen zurück zu dem allerletzten Kapitel Monkey Island, Rise of the Pirate God. Und ich hoffe, Sie sind der Gott. Also Guybrush. Und wir starten gleich mit dem letzten Kapitel und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich halte am besten gleich mal die Schnute, weil es geht nämlich jetzt los. Und ich denke, wir werden jetzt starten mit einer Zwischensequenz. Also, pst. Ordnung! Ordnung! Ich verlange hierbei die Freilassung von Guybrush Threepwood und die sofortige Gefangennahme von LeChuck und der Voodoo Lady. Ins Loch mit ihnen! Die Pocken! Der Fluch ist aufgehoben! Yippie! Unheilig das hier! Bist du das? Mutter? Ich hab mir auch die Hände gewaschen. Guybrush! Geht das jetzt schon los? Okay. Sind wir jetzt tot? Grabstein? Hallo! Es ist so dunkel hier! Woher weiß er, dass da ein Hund ist? Na gut, man könnte es durch das Schnüffeln, ne? Hört mich jemand? Hundi, hilf uns! Wo bin ich? Ich sehe nur schwarz. Wo kommt all diese ganze Erde her? Vielleicht schlucke ich sie einfach runter, um sie aus dem Weg zu haben. Hey, ich glaube, ich sehe Licht. Okay. Verblasst. Hä, wo ist er denn? Ich glaube, ich spüre Erde. Ich habe zweifellos Dreck zwischen den Zähnen. Hallo? Es ist so dunkel hier. Okay, wie kann er... Was stand da gerade? Poliertes? Hallo? Hallo? Poliert? Ja. Wie komme ich hier raus? Habe ich ein Menü? Nein. Aber wie kann er wissen, dass... Hört mich jemand? Da stand doch... Da, polierter Zenotaph. Ich glaube, ich spüre Erde. Ja, Erde? Ich muss einfach nur noch ein wenig Erde... Hey! Ne. Ich fass es nicht. Ich wurde lebendig begraben. Mal wieder. Hey, meine Hand ist wieder da. Oh oh, aber das ist mir nicht geheuer. Wo bin ich? Und natürlich steht da eine Grog-Maschine, ne? Also ein Grog-Automat, schon klar. Wo ist am Jenseits? Die sind auf jeden Fall ein Geist. Die Auflösung sieht so seltsam aus. Die Auflösung sieht so seltsam aus. Spieleinstellung, Audio, Grafik. Ich weiß gar nicht, welches ich sonst immer hatte. Das hier vielleicht? Nee, das sieht so...
gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht ja schon mal einen Ticken weit schöner aus als gerade. Geht's noch ein schöner? Nee. Ach, den habe ich doch jetzt schon. Die sieht immer noch so gequetscht aus, ne? Naja, egal. Ich gucke das nächste Mal nach, warum das jetzt so seltsam ist. Grog? Sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Oh, Grog. Diät-Grog? Ah, Sherry-Grog. Und? Was ist das? Hm, nichts. Und Kirsch-Grog? Hm, nichts. Diät-Grog? Hm, nichts. Und normaler Grog? Hm, nichts. Und wir müssen in der Hölle sein, da ist kein Grog drin. Hm, nichts. Ja, dann dieser noch? Automat nimmt nur Scheine. Und die werden wir wahrscheinlich, was ist das? Seidener Faden des Lebens, Und Graberde. Okay, da können wir vielleicht noch nichts machen. Vielleicht spielt er. Hallo? Jeder weg? Man sieht sogar, das ist ja schön, man sieht sogar sein Skelett da drinnen. Das ist ja eugig. So. Was ist das? Drehkreuze? Das ist ein Trinkgeldbecher. Können wir den nehmen? Wow, mit Trinkgeld verdienst du nicht übel. Nicht anfassen! Wer ist denn das? Der Fährmann. Gab es nicht im dritten Teil auch einen Fährmann? Aber der war auf jeden Fall nicht so gestaltet. Igitt, sein Wasser ist ziemlich schleimig. Wo fließt es hin? Zum Mittelpunkt des Scheidewegs. Schleimiges Wasser. Was ist das? Der Drehkreuze. Dann sprechen wir mal mit dem Fährmann. Hallöchen, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und du siehst mir ziemlich dahingeschieden aus. Aber Guybrush, mein Lieber, du siehst auch nicht besser aus. Nette Klamotten. Nette Klamotten? Yo! Wie redet er? Ja, yo! Bin ich wirklich tot? Ei! Wow, er ist ja wirklich gesprächig. Bin ich dann auch wirklich, wirklich tot? Bin ich wirklich, wirklich tot? Yo! Yo. Also bin ich komplett tot? Ich bin also komplett tot. Ei. Ich bin nicht nur fast tot? Bin ich nicht nur fast tot? Yo. Yo. Okay, hör zu. Dein Leben hängt vielleicht an einem ganz dünnen seidenen Faden. Aber lass uns der Einfachheit halber sagen, du bist mausetot. Ah, und den seidenen Faden, den tragen wir bei uns. Das Boot sieht makellos aus. Das ist wirklich schön. Kaum zu glauben, dass damit den ganzen Tag Tote durch die Gegend geschippert werden. Ordnung ist das halbe Leben. Ah, du kommst auch mit. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Nee. Yo. Ai. Nee. Sie kommen mir bekannt vor. Sie sind sich sicher, dass wir uns noch nicht einmal begegnet sind? Sie kommen mir bekannt vor. Sind Sie sicher, dass wir uns nicht schon einmal begegnet sind? Yo. Yo. Kannst du mich in das Land der Lebenden zurückbringen? Wahrscheinlich sagt, es wäre schön, wenn er jetzt sagen würde, yo. Könntest du mich vielleicht irgendwie ins Land des Lebens zurückbringen? Nee. Willst du mit deinem Kahn hin? Und wo willst du mit deinem Kahn hin? Zum Scheideweg. Bringst du mich nun zum Scheideweg? Bringst du mich nun zum Scheideweg? Bezahle mich. Ja, genau. Es ist auch nichts umsonst, ne? Noch nicht mal der Tod ist umsonst. Und was kostet mich das? Die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Augen des What? Ewigen Schlafs? Ich soll dir meine Augen geben? Nein!
Ich meine, ich weiß ja, dass ich tot bin, aber irgendwie hänge ich an meinen Augen. Tust du nicht. Kann ich ohne sie denn noch was sehen? Weißt du, ich bin nämlich noch nicht so lange tot. Das ist eine Metapher, du Banause. Gib mir einfach die beiden Goldmünzen, die man dir bei deinem Begräbnis auf die Augen gelegt hat. Ja, die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Jetzt kapiere ich. Aber da fällt mir ein, man hat mir gar keine Münzen ins Grab gelegt. Typisch Piraten. Keine Münzen, kein Scheideweg. Na toll. Wieso habt ihr im Jenseits eine... Das ist eine berechtigte Frage, die wird mich wirklich brennend interessieren. Wieso habt ihr im Jenseits eine Grogmaschine? Für den Durst der ewig Wartenden. Alles klar. Also wie unser einer wahrscheinlich. Aber wir brauchen unsere Goldmünzen. Ich komme wieder, wenn ich 2 Goldmünzen gefunden habe. Yo. Yo. Ah, ich vermute nicht, dass wir an sein... Was, müssen wir an seine Trinkgeldkasse ran? Ich probiere es einfach mal. Hier wird es verdreckt. Das muss nicht verdreckt werden. Was? Wir gucken nochmal in unserem Grab. Vielleicht haben wir da ja irgendwas übersehen oder vergessen. Da kommen wir nicht mehr hin. Nichts. Kann ich da nicht gegentreten? Oder soll ich da Dreck reinschmeißen? Das muss nicht verdreckt werden. Das muss nicht verdreckt werden. Aber wie zum Kuckuck soll ich denn bitte jetzt drankommen? Das muss nicht verdreckt werden. Drehkreuze? Das ist ein Drehkreuz. Anscheinend muss man sich auch im Tod mit den kleinen Unzulänglichkeiten des Lebens abplagen. Tja, Bürokratie über alles. Irgendwie ist es mir gelungen, mich an diesem seidenen Faden meines Lebens festzuhalten. Das nenne ich mal eine Metapher. Ja. Nichts. Tja, das ist natürlich Mist. Ich vermute nicht, dass wir unseren seidenen Faden dafür verwenden können. Das ist der letzte Rest meines körperlichen Selbst. Habe ich mir gedacht. Ich sollte kein Schindluder damit treiben. Ja, das stimmt eigentlich. Gib mir Geld. Geld. Nichts. Und ich komme gar nicht an sein Trinkgeld daran. Schneller. Lass mich das nur kurz zählen. Nicht anfassen. Ich will aber... Wow, mit Trinkgeld verdienst du nicht übel. Nicht anfassen. Ich will aber, haben will. Lass mich das nur kurz zählen. Nicht anfassen. Kann ich jetzt hier noch vielleicht hier weiterlaufen? Ne. Ne, 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 ne. Na, 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 na. Was ist das da? Kann ich das hier vielleicht? Ich komme hier auch... Ach so, doch, ich komme doch weg. Ach, Mensch. Hä? Nee, tue ich nicht. Oder? Hallo? Doch. Hui. Oh, da ist der Hundi. Hey, Hundchen. Komm her, Kleiner. Oh, ja, oh ob er sich wohl verlaufen hat? Ich nehme ihn lieber mit. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Okay, anfreunden. Er möchte bestimmt Ruhe in Frieden, Davy, Piratenjournalist. Seine Geschichten waren gut, sein Nachruf war Mist. Seht die Überreste unseres geliebten Kapitäns Barrett, in den Kopf gehackt mit einem Schrei von seinem meuternden Papagei. Hier ruht, wie heißt er gleich? Er bleibt unvergessen. Wie heißt er gleich, aber er bleibt unvergessen. Super. Schmutziger Kopf. Ruhe in Frieden, Phineas MacDriver. Alias Haikämpfer Finny. Alias Haiköder. Wurde von einem Bären gefressen. Verwitterter Grabstein. Hier ruht Frederick Pirate. Liebender Ehemann, hingebungsvoller Vater, Stütze der Gemeinschaft. Gehängt aufgrund eines schrecklichen Missverständnisses. Tragisch. Nipperkin? Ruhe in Frieden, Davy, Piratenjournalist. Ach so, hatten wir schon. Ach, Nipperkin ist der Dings, der Zeitungshaini gewesen. Zum Gruße, Santino, mutig und groß. Ein Pirat zu gut für eines Grabes Schoß. Irgendwo hatten wir doch noch einen polierten Grab. Santinos des Großen.
Santinus war... Hier ruht Ted, ein Piratendieb. Er wollte LeChuck niederstrecken, jetzt liegt er im Grab, nicht wieder zu erwecken. Santinus ist doch der... Na, mit diesen Piraten, die wir da in dieser Seekuh gefunden haben. Das hat doch irgendwie was damit zu tun gehabt. Können wir jetzt unseren Grabstein nochmal plündern? Guybrush Threepwood. Schmächtiger Pirat. Immerhin haben sie diesmal meinen Nachnamen richtig geschrieben. Ja, Hundi. Was nu? Möchtest du ein bisschen Erde? Das muss nicht verdreckt werden. Das muss nicht verdreckt. Hey, Hundchen, komm her, Kleiner. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Ja, dann streichel ihn doch mal. Gib ihm ein Leckerli. Es ist gar nicht so einfach, hier rumzukommen. Hallo? Okay, da ist irgendwas noch mit dem Hundi. Ich kann aber nicht diesen Hügel raufrennen, ne? Das ist ungünstig. Wow, das Boot ist schon beinahe zu sauber. Hä? Captain Barrett. Grab von... Nippekin. Grab. Den haben wir noch nicht angeguckt. Nugi mochte Bongos und Damen dazu. Er wandte sich gegen seine Brüder und sie brachten ihm Ruhe. Nugi! Nugi kennen wir doch auch. Sag mal, sind das die... Nugi. Sind das die aus den Seekühen? Kann das sein? Nepperkind, Nugi. Und... Ne, der war das nicht. Captain Barrett kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ach Mensch. Grabstein ist unser, Nugi. Aber das bringt uns nicht weiter. Jetzt kennen wir zwar die ganzen Grabnamen, unter die alle dort ruhen. Aber das bringt uns wenig den... Bringen uns den Hund nicht näher und bringen uns auch nicht näher davon, hier wegzukommen. Oh, da war noch ein Grabstein. Irgendwo. Grab von. Habe ich nicht noch Grabstein gelesen? Oder war das der? Grab von. Nipperkin. Ich kann das aber auch nicht graben. Ruhe in Frieden. Nee. Ich meine, der Hundi grabt. Hier ruht. Wieso kann ich da nicht. Das muss nicht verdreckt werden. Das ist der letzte... Ja, ich weiß. Wir haben ja nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Das muss nicht verdreckt werden. Okay. Und das gibt's doch einfach nicht. Hund. Möchte und der Hund vielleicht unseren letzten Lebensfaden? Hundi? Sollen sie sich um ihren eigenen Kram kümmern? Okay, die Frage ist, ich brauche Goldmünzen, damit ich den Fährmann bezahlen kann, damit ich hier wegkomme. Der hat natürlich so einen schönen Trinkgeldbecher, an dem wir nicht rankommen. Dort sind Scheine drin. Mit den Scheinen könnten wir, die Scheine könnten wir in den Grogautomaten freischmeißen und davon ein Trinkgeld, also kleine Münzen bekommen, so als Wechselgeld und ihn dann damit bezahlen. Theoretisch. Die Frage ist nur, wie komme ich an seinen Trinkgeldbecher ran?